Jetzt der Radio 7 Fan-Talk. Was Basketballfans wissen wollen. Ja, liebe Fans, recht herzlich willkommen. Der Radio 7 Fan-Talk mit unserer Nummer 30, Max. Moment mal. Es klingt so, als hätten wir mit 12 verloren. Ja, wir haben gewonnen. Max! Max! Hi, Max. Hi. Hi. Wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zum Radio 7 Fan Talk. Das ist dein Applaus jetzt schon mal. Dankeschön, Dankeschön. Coach hat gerade in der Pressekonferenz gesagt, war alles nicht so richtig schön, aber gewonnen. Wie hast du es empfunden heute? Ja, ich glaube, da kann man von einem Arbeitssieg reden. Ich weiß nicht, wir waren vielleicht leicht favorisiert gegen Göttingen, aber die haben bisher eine gute Saison gespielt. Und uns war es klar, dass wir ein schweres Spiel vor uns haben, dass sie wirklich guten Basketball spielen, schnell nach vorne spielen, auch nach, wenn wir Körbe machen, dass sie dann direkt versuchen anzugreifen und dass wir da, ja, also defensiv extrem viel Wege gehen müssen, um uns gegenseitig zu helfen. Und ja, das haben wir heute gemacht. Und ja, ich denke, am Ende haben wir es dann verdient gewonnen. A win is a win. Unangenehme Geräusche. Stammtisch. Ja, da wird sich das Internet wird sich beschweren. Ja. A win is a win, der zweite Heimsieg, aber sicherlich, ich will dir keine Antwort in den Mund legen, aber das ist noch nicht so ganz das, was man sich, glaube ich, als vorstellt als Team, was man haben möchte, oder doch? Ja, sicherlich hatten wir uns den Saisonstart auch anders vorgestellt. Klar, zu Hause wollen wir eine Macht sein, gerade mit den Fans im Rücken. Also heute war wieder extrem laut. Und das ist man hat von außen aber das Gefühl, ihr macht es euch unnötig schwer. Also da wird super verteidigt, ihr zwingt die in die Turnovers. Und dann vermeintlich leichte Punkte liegen gelassen. Gibt es da irgendeine Erklärung als Spieler, wenn du von draußen zuguckst und sagst, bye, was ist denn da los? Nee, also wir kommen jetzt von einer langen Pause, also einer langen Pause, aber Länderspielpause, wir hatten jetzt eine Weile kein Spiel, da sind wir noch ein bisschen rostig, würde ich sagen, aber ich würde so im Großen und Ganzen sagen, dass wir viel konstanter geworden sind, gerade, dass wir mehr nach dem Saisonstart mehr auf die Defense Wert gelegt haben, da viel dran arbeiten im Training und vielleicht hat die Offensive darunter ein bisschen gelitten, weil wir defensiv viel in Energie investieren. Jetzt machen wir nicht mehr so viele Punkte vorne, in jedem Spiel natürlich, ab und zu haben wir natürlich auch einen guten Tag, was wir natürlich, dazu sind wir natürlich imstande. Aber ja, hinten extrem viel Arbeit, die wir da reinstecken und vorne ist es dann manchmal, da fehlt dann die letzten Körner für einen kontrollierten und konzentrierten Abschluss und dann passiert sowas schon mal, also da kann man, also ich persönlich bin da jetzt niemanden böse, der dann Korbleger verlegt, ich verstehe das komplett, aber sicherlich zum Haare raufen, manchmal ist es, das verstehe ich. Jetzt geht es am Dienstag schon wieder weiter. Andorra ist ein wichtiges Spiel, Eurocup-Heimspiel. In Andorra, das war dann, ich meine, man hat die ja irgendwie so gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich meine, das ist so ein kleines Land, das übersieht man schon mal, wenn man von Frankreich nach Spanien fährt. Das war aber sehr unangenehm, dort zu spielen. Was erwartest du für ein Spiel da am Dienstag? Ja, also da haben wir eigentlich noch was gut zu machen. Die haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Die hatte wirklich keiner so richtig auf der Rechnung, aber die haben es, glaube ich, schon den einen oder anderen Größeren auch, ja, in unserer Gruppe geschlagen. Und ja, das ist eine starke Mannschaft. Das wird, ich würde mal sagen, ähnlich wie heute, müssen wir wieder viel kämpfen. Die haben gute Spieler und haben uns in Andorra wirklich schwer gemacht. Das war richtig unangenehm, da zu spielen. Aber hier in Ulm ist es natürlich immer was anderes. Also es ist unser Heimspiel und ich denke, im Moment sind wir sehr konstant und das könnte, glaube ich, ganz gut auswerten. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Und es ist nicht ganz so am Arsch der Welt wie beim Auswärtsspiel. Da wart ihr elend lang unterwegs, oder? Es war eine der längsten Reisen, glaube ich, oder? Ja, also das war schon, die Reise war, da hat uns ein bisschen, haben wir ein bisschen Beine verloren, sagen wir immer so, auf der Reise irgendwo. Erst nach Barcelona geflogen und von da noch eine Busstrecke, also in die Berge hoch. Es war nicht so angenehm, dann erst spät angekommen. Ja. Aber ja, es sind ja nach dem Nein alles Ausreden. Nein, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht besonders schön ist. Vor allem, wenn man die Straßen auch hochkennt nach Andorra mit dem Bus und denkt, oh Gott, und man hat immer das Gefühl, man kommt nie an. Ja, ja, du bist jetzt hier, deine zwei Stationen vorher, Würzburg und Jena. Wo bist du denn selber angekommen? Wir haben jetzt schon über das Team geredet, bisschen schwer in Tritt gekommen, jetzt vielleicht so ein bisschen Pflichtsieg darf ich immer gar nicht sagen, aber über die Arbeit zum Erfolg zu kommen, wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Ja, also ich arbeite noch dran. Ich hatte jetzt im Sommer Knieprobleme, die haben mich ein bisschen zurückgeworfen. Da laufe ich immer noch ein bisschen hinterher. Aber
Ja, wir haben ein großes, tiefes Team, sagen wir. Also wir haben 12 Mann, die spielen können, fallen natürlich nicht so viele Minuten immer ab. Gerade wenn Dwayne heute so spielt, wie er gespielt hat, da ist es schwierig. Da kann man auch als Coach, muss man dann natürlich auf dem Feld lassen. Ich muss nehmen, was kommt. Ich versuche mein Bestes. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger, aber ich muss mich einfach auf die kleinen Sachen konzentrieren, die ich machen kann während dem Spiel. Das kommt natürlich auf den Statistiken nicht so wirklich raus, aber ja, ich versuche mein Bestes zu geben. Es fällt vielleicht nicht wirklich auf, aber heute wieder ein Spiel gemacht ohne viel Fehler und deswegen bin ich eigentlich zufrieden. Von daher Schritt für Schritt nach vorne. Aber das ist ja schon so, auch so eine Frage, so ein bisschen des Charakters. Ich meine, du hast in Jena, ich glaube, knapp 20 Minuten im Schnitt auf dem Platz gestanden. Wie verarbeitest du das als Spieler? Kannst du dann wirklich sagen, okay, auch wenn ich wenige Minuten habe, baue ich mich daran auf, dass ich dann da meine Aufgabe zu 100% erfülle? Ich meine, du hast lang neben mir geradelt heute in der Halle. Das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass als Spieler, ich meine, du willst ja immer spielen. Ja klar, also natürlich wurmt es mich ein bisschen, dass ich nicht so viel auf dem Feld stehe wie jetzt die letzten Jahre. Aber ja, letztes Jahr ganz lange Gedanken gemacht, ob ich das denn will, ob ich den Schritt wagen will. Und mir war schon klar, dass es nicht so einfach wird hier, dass ich größere Konkurrenz habe. Hier sind schon ein paar große Namen, bei denen man sich erstmal die Zähne ausbeißt im Training auch. Und ja, jeden Tag wird es gefühlt besser, aber ja, dafür habe ich mich entschieden. Ich habe jetzt noch ein weiteres Jahr nach dem Jahr in Ulm und so lange habe ich noch Zeit, mich hier zu beweisen und das werde ich natürlich auch versuchen. Jetzt bist du hier angekommen. Du bist ja nicht so weit von hier aufgewachsen, so Bad Mergentheim, glaube ich, geboren, dann so um die Ecke, also ist dir auch das süddeutsche Idiom nicht so ganz fremd wie dem einen oder anderen Spieler. Wie sehr fühlst du dich denn schon zu Hause hier in Ulm? Oh, also ich fühle mich auf jeden Fall, also letztes Jahr in Jena, es war auch ein sehr schönes Jahr und Jena habe ich auch für mich entdeckt. Es war auch nicht wirklich weiter weg als Ulm jetzt von Würzburg, aber ich muss sagen, jetzt bin ich wieder im Süden und ich fühle mich also deutlich, deutlich wohler. Ich fühle mich wie zu Hause, also gefühlt bin ich näher an der Heimat, weil ich das halt auch von früher alles kenne. Ulm hat mich so gut aufgenommen, also sehr schöne Stadt, die Leute sind super, mir und meiner Freundin macht es, also ist bisher alles, macht sehr Spaß hier zu wohnen und ja, also das kann nur sagen, ich bin gut aufgenommen worden. Du hast ja jetzt Ulm ein paar Jahre aus der Entfernung und immer als Gegner erlebt, ich glaube als Spieler ist es jetzt, wie empfindet man das, wenn man hier noch als Gegenspieler hierher kommt, ist die Atmosphäre für eine Gastmannschaft eher motivierend oder schüchtert einen das dann schon auch manchmal ein bisschen ein, was wir hier veranstalten in der Arena? Ja, weiß ich nicht. Gibt es ja also, unterschiedliche Spielertypen. Unterschiedliche Charakter. Ja. Bei mir würde ich jetzt eher sagen, es motiviert einen eher schon, also wenn man in größeren Hallen spielt. Es hatte, also bei meinen bisherigen Stationen waren eher immer kleinere Hallen, vor allem die Heimspiele, die man öfter hat. Und wenn man da mal in eine große Halle kommt, wo es voll ist und die Stimmung gut ist, dann ja, kann man sich zeigen, kann man sich beweisen, da ist auch die Aufmerksamkeit immer ein bisschen größer. Aber ja, es gibt auch andere Spieler, die sich davon einschüchtern lassen. Na klar, wenn viel Lärm ist, ist es natürlich auch immer schwieriger für eine Mannschaft, sich untereinander zu kommunizieren, was natürlich immer ein Heimvorteil ist und ja, deswegen unterschiedlich. Aber mir hat es eigentlich immer ein bisschen Motivationsschub gegeben. Ich hoffe, dass dir nachhaltig noch Motivationsschub gibt, wenn du auch hier bist. Ja, natürlich immer noch. Ja, es sind ja noch knapp 2 Jahre, die wir uns über dich freuen dürfen. Gibt es jetzt, bevor wir in den lustigen Fragenteil starten, noch Fanfragen? Ich habe, glaube ich, heute ausnahmsweise mal nichts per Mail bekommen. Ich gucke gerade mal. Sonst Handzeichen, wenn jemand was fragen mag. Kurz den Namen und die Frage dazu. Also ich bin der Klaus und mich würde interessieren, am Anfang, wo er gespielt hat, hat er öfters Dreier geworfen. Nicht immer getroffen, aber geworfen. Warum werden jetzt keine Dreier mehr geworfen? Und warum fallen die in Ulm so schlecht? Eine mehrteilige Frage, ich setze ihn mal bequem hin. Ja, schwierige Frage natürlich, wenn wir es wüssten, dann würden wir es natürlich ändern. Es ist schwierig, also wir arbeiten natürlich dran, jeder macht seine Routine im Training, also was er machen muss und wie er denkt, dass er trifft. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns sehr auf die Defense, da verlieren wir viel Energie und das ist, hat man vorne mit schweren Beinen, ist das natürlich immer im Spiel ein ganz anderer Wurf als nur ein ganz einfacher Trainingswurf. Und, muss man mental eben stark sein. Das ja, klappt im Moment noch nicht so, aber ich bin mir sicher, das kommt jetzt wieder zurück. In ein paar Spielen wird es auch wieder regnen, würde ich sagen, von draußen. Ja, und eigentlich ist es ja fast schon,
wenn man sagt, der Dreier fällt nicht und wir gewinnen die Spiele trotzdem, was passiert dann, genau, dass wir dann fällt? Ja, also ich gewinne lieber die Spiele und wir treffen wenig Dreier, als dass wir dann mit 100 zu 120 aus der Halle gehen. Das ist natürlich auch immer so, aber zum Anschauen ist es natürlich schöner, wenn der eine oder andere von draußen reinfällt. Ja, bin ich natürlich auch zum Teil dafür verantwortlich, treffe zurzeit auch nicht so, aber ja, ich kann nur sagen, dass wir dran arbeiten auf jeden Fall, dass das ist aber in unseren Köpfen. Wenn man das von außen beobachtet, ich meine, Thorsten Leibniz ist ja auch ein Trainer, der die Spieler ja schon auch motiviert und die Dreier auch zu nehmen und auch zu sagen, wenn es eine gute Wurfentscheidung ist, ist dann, ob er fällt oder nicht. Ja, also wir haben da die kompletten Freiheiten bei. Also wir haben Werfer im Team, die können wirklich, also wirklich extrem gut werfen. Caden Reinhardt, der bei dem es gerade auch nicht so läuft, gefühlt. Aber der, also im Training knallt er die Dinger rein. Das staunt man eigentlich nur. Und der hat im Spiel meistens auch die Freiheiten. Wenn es mal nicht so läuft, dann kommt er raus, dann kommt ein anderer rein, die alle gut Dreier werfen können. Easy kann heiß laufen. Dwayne hat heute ein paar getroffen, Ryan. Also wir haben gute Werfer und jeder hat da die Freiheit, wenn er sich gut fühlt und wenn er was Gutes gemacht hat im Spiel, dass er da auch mal den einen oder anderen nehmen kann und selber kreieren kann. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Noch eine zweite Frage. Ah ja, hier. Geh mal nach da drüben. Bitteschön. Also ich heiße auch Klaus, also Kollege. Klaus und Klaus, sehr schön. Ihr könnt an der Nordseeküste gemeinsam singen. Ohne Absprache. Uns ist aufgefallen, sämtliche Spieler haben bei jedem Spiel andere Turnschuhe an. Kriegt ihr die da so von den Sponsoren einfach so kistenweise, sucht euch was aus oder kauft ihr die selber? Und wenn, dann wo? Weil in Ulm sieht es da ziemlich mau aus, habe ich feststellen müssen. Da ist die Auswahl sehr gering. Nee, also die müssen wir leider selber kaufen. Ja, das ist aber kein Problem. Das ist ja unser Arbeitsmaterial. Da muss jeder selber entscheiden, mit welchen Schuhen man sich wohlfühlt. Da ist man selber für verantwortlich. Und ja, wir trainieren oft, wir spielen oft. Da gehen Schuhe schnell kaputt. Da wird oft gewechselt oder muss man oft wechseln. Ich habe jetzt, glaube ich, auch 2, 3 Paar Schuhe, mit denen ich rotiere. Und ja, also aber leider werden die nicht gestellt. Die muss man selber, muss man sich selber besorgen. Aber bist du auch so ein bisschen Schuhfreak? Ich glaube, Izzy hat mal gesagt, er hat ungefähr 12.000 Paar Schuhe zu Hause im Schrank. Nee, also so schlimm bin ich nicht. Ich habe auch, also Basketballschuhe hatte ich früher ganz viele. Also da habe ich mich schon ein bisschen gebessert. Ich versuche es jetzt auf ein Minimum zu halten. Aber nee, so Schuhfreak bin ich nicht. Du hast ja auch mal andere Schuhe noch getragen mit Stollen. Du bist ja eigentlich ein gelernter Fußballer, oder? Ja, vor ganz langer Zeit. Ganz lange, wie kam dann die Entscheidung zum Basketball, als du plötzlich so groß geworden bist? Oder aber sozialisiert bist du eigentlich mit Fußball? Ja, also ich bin in den Fußballerkreisen groß geworden, da kann ich auch noch alle wie man es erledigt halt im Fußball, das kenne ich alles noch gut. Aber ja, ich war schon immer ein bisschen größer, so ein Kopf größer auf jeden Fall als meine damaligen Fußballmitspieler. Und der Schritt zum Basketball ist einfach, ich habe weniger Lust am Fußball, weil ich ein bisschen aufgestiegen bin, also ich war gar nicht so schlecht, aber dann mehr Training gehabt, darauf dann gemerkt, so eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Okay. Dann mein Vater hat Basketball gespielt, in Würzburg eben. Und ja, dann in meiner Gegend halt gab es nicht wirklich eine Auswahl. Da gab es nur Basketball-AGs und so Freizeitgruppen. Und dann habe ich meine Mutter, die hat sich dann bereit erklärt, mich nach Würzburg zu fahren, zweimal die Woche am Anfang. Und so hat das Ganze dann angefangen. Also ja, also durch meine Eltern eigentlich, dass ich da. Und du bereust auch nicht, zum Basketball gegangen zu sein? Nee. Also manchmal jetzt. So im Sommer denke ich mir so, boah, ne, also jetzt in die Halle, so bei 40 Grad will ich jetzt auch nicht unbedingt, da stehe ich lieber auf dem Fußballplatz. Aber jetzt im Winter ist natürlich Hallensport immer super. Also es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Und im Endeffekt habe ich, denke ich mal, die richtige Entscheidung getroffen damals. Okay, noch eine Frage. Dann kommen wir zum Fragen-Bingo, da freue ich mich ganz besonders. Wenn du zu dir drehst, mischt's. Und wenn du in die andere Richtung drehst, fällt eine Kugel raus. Und dazu gibt es dann eine dazugehörige Frage. Fünf Fragen. Thorsten hat dann freiwillig irgendwie 40 beantwortet, weil es ihm Spaß gemacht hat. Nein, du kannst einfach weiterdrehen. Also, dreh weiter. Ah, die fällt dann fällt die raus. Ja, aber du musst sie so rumdrehen. Genau. Und dann sagst du mir die Zahl. Oh, das ist die 69. Die 69. Es ist eine unverfängliche Frage. Was würdest du eine Woche lang ohne Strom machen? Oh, eine Woche lang ohne Strom. Ja, würde ich wahrscheinlich erstmal ein Buch holen und dann
eins von deinen Büchern oder irgendwo erstmal eins besorgen? Nee, eins von meinen vielen Weihnachtsgeschenken, die ich noch fertig lesen muss wahrscheinlich. Und dann würde ich in die Halle ziehen und in der Halle meine Woche verbringen wahrscheinlich. Und Dreier üben dann. Dreier üben, Krafttraining machen. Und ein Buch lesen. Und viel schlafen, das würde ich machen, ohne Strom. Eine Woche ohne Strom mit Max Ugay klingt nach großem Spaß. Ja. Also bitte nochmal mischen, so rum und so lang drehen, bis eine Kugel rausfällt. Genau. Du bist sehr viel feinfühliger als Peer Günther, der das Ding fast auseinandergebaut hat hier. Die 81. Weil es ihm nicht schnell genug ging. Der Bundespräsident lädt zum Tee. Was ziehst du an? Oh. Ja, Jogginghose habe ich viele, aber die würde ich da zu Hause lassen. Ja, würde ich sagen, Jackett, lockeres T-Shirt runter. Okay. Ja. Anzughose, Anzugsschuhe. Fühlst du dich, also... Kommt natürlich drauf an, was für, warum man mich trifft. Wenn man es zum Kaffee trinken will. Bundesverdienstkreuz vielleicht. Oh. Dann so. Ja, dann mit Anzug auf jeden Fall. Dann vielleicht sogar Krawatte. Ja. Oh, fliege Krawatte. Fühlst du dich in so... Also ich finde ja, dass wenn man so ordentliche Kleidung anhat, dass man sich auch anders... verhält. Ah, auf jeden Fall. Dass man eine andere Haltung hat. Spürst du das auch? Also bist du ein anderer Typ, wenn du eine Jogginghose anhast, als wenn du einen Anzug anhast? Ja, also teilweise wie wir oder ich persönlich auch in die Halle kommen manchmal. Das ist also, da geht man einfach nur, man steht früh auf, putzt sich die Zähne, gefühlt geht aus dem Haus mit dem, was man anhat. Also das ist nicht so schön. Aber jetzt in Ulm hatten wir auch schon einen oder anderen Anlass, wo wir einen Anzug anziehen mussten. Ist schon was anderes auf jeden Fall. Aber ja, es macht es ein bisschen stattlicher, ist auf jeden Fall. Stattlich ist auch ein schönes Wort. Ja, also. Der stattliche Max Ugay. Ja. Ja, ich komme ja vom Dorf eigentlich, von der stattlicher so ein bisschen. Und da. Du kommst ja, macht auch, wie groß ist das Dorf, aus dem du kommst? Oh, also 400 Einwohner oder so vielleicht. 400 bis 500. Mehr Vieh als Einwohner, oder? Ja, so viel Vieh haben wir nicht, also da glaube ich. Aber viel Land. Viel Land. Ja, das ist aber eine schöne Gegend, aus der du kommst. Bist du ein Naturtyp, so? Also früher war ich oft draußen, ja, jetzt gefühlt bin ich immer viel drinnen, natürlich auch durch Training und alles, aber ich bin schon immer gerne an der Luft, ja. Ja, vor allem im Sommer natürlich, jetzt im Winter ist immer was anderes. Also würde mich schon als Naturtyp bezeichnen, aber jetzt kein, also nicht übertrieben. Also nicht übertrieben? Nee, kein übertrieben. Drei haben wir noch? 23. 21 oder 23? 23. Die 23. Dein absoluter Lieblingsfilm, das ist immer eine schwierige Frage, weil einen Lieblingsfilm hat man meistens nicht. Oh. Bist du überhaupt so ein Filmtyp schon? Ein bisschen? Ja, gucken? Nicht so extrem, aber ich habe schon ein paar, die ich gerne gucke. Und, ja, so, ich fand die Herr der Ringe und die Hobbit-Teile fand ich sehr so schön. So Fantasy? Ja, so ein bisschen Fantasy in die Richtung. Ja, okay. Das mag ich. Das Herr der Ringe. Würde ich sagen. Ja. Ein Ring, sie zu knechten. Ich war immer genauft von Frodo. Irgendwie, jetzt kommt. Scheiße. Den fand ich irgendwie so blass. Weiß auch nicht. 26? 26 ist das vermutlich. Ich habe ein günstiges Gerät im Internet erworben, da gehen schon die Zahlen ab. Bier oder Wein? Bier. Bier? Bier. Ja. Du bist ja ums Eck zum Fränkischen natürlich. Ja. Also Distelhäuser ist bei uns eine Brauerei in der Nähe. Mein Vater ist Bierbrauer. Von daher. Mein Papa ist Bierbrauer. Gelernter Bierbrauer, ja. Von daher. Dann bist du mit dem Geruch von Hopfen und Malz groß geworden. Ja, als ich ganz klein war ein Bierbrauer. Jetzt mittlerweile macht er ein bisschen was anderes, okay. Aber gelernter Bierbrauer. Und ja, war viel sportlich aktiv, von daher hatte ich nie so viel Alkohol getrunken, aber. Wenn man mal nicht schlafen kann am Abend, dann auf jeden Fall eher ein Bier. Hat aber ja auch mittlerweile was mit Genuss zu tun. Gibt ja viele so schöne Craft-Biersorten. Oder bist du eher so klassischer Typ Pilz, Export, Hefeweizen? Nö, also ich experimentiere auch gerne, aber ja, also viel Bier trinke ich jetzt auch nicht. Ich habe so meine Standarddinger, die ich dann ab und zu mal trinke. Weißt du, was ich empfehle? Ich habe zurzeit einen Craft-Bier-Adventskalender. Oh, okay. Heute Morgen war ein isländisches Bier, das mit Skyr gesäuert ist. Okay. Das wartet heute Abend noch auf mich. Bin ja, bei gespannt. Mir ist immer kein Bier vor vier immer noch, also von daher. Ja, okay. Oh, jetzt aber. Das war spektakulär. Also, war der nächste Dreier fällt, wenn das soll. So, letzte Zufallsfrage ist die 56. Max, worin wärst du gern der Beste auf der Welt? Oh.
Ja, Basketball ist ja so die Standardantwort wahrscheinlich. Nee. Basketball ist es nicht. Du könntest auch gerne Hula Hoop sagen, wenn es eine große Leidenschaft von dir wäre. Oder vielleicht auch singen oder Stepptanzen. Gibt es so eine geheime Leidenschaft, wo du sagen würdest, da würde ich gerne mal im Lichte der Öffentlichkeit, bam, einen raushauen? Ja, so mit meinen Freunden diskutiere ich immer sehr gerne. Und das regt mich da immer auf, wenn ich dann irgendwas behaupte und die mich dann widerlegen. Von daher würde ich so gerne sagen, so ungefähr, ich wäre gern gut der Beste im Debattieren, im Argumentieren und jemanden so verbal vernichten. Also als Universalgelehrter, eloquenter Universalgelehrter. Also ohne so ein Klugscheißer zu sein, aber so... Einfach nur besser als die Einfach nur besser. Schlau. Max Ohlgreim im Radio 7 Fan Talk. Dankeschön, Max. Wir wünschen dir alles Gute. Gerne, kein Problem. Für die Zeit noch bei uns und für viele schöne Minuten noch. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Der Radio 7 Fan Talk. Alle Folgen zum Nachhören auf radio7.de.